Hallo ihr Lieben, ich habe vor einiger Zeit bei Tini Schnickschnack bestellt, das allererste Mal, und es ist schon 6 Wochen her. Und ja, ich habe vor der Geburt hatte ich das bestellt, und also vor der Geburt meines Sohnes. Und oh mein Gott, dieser Quischi, der ist so cool. Den kriegt man ja immer dazu zur Bestellung. Das ist so ein kleiner süßer Dino. Also es war noch in einem Umkarton, weil ich einmal ein Bild bestellt habe und diese richtig mega coole Tasche. I Love Diamond Painting bei Tini Schnickschnack. Und da habe ich jetzt schon allerlei Stifte drin. Also ganz viele schon. Und da kommen auch noch mehr zu. Das sind noch nicht alle, aber sieht die nicht mega cool aus? Die erinnert mich an so Sommerfeeling, diese Brillen, die man trägt. Also ich nicht, aber die man zum Sommer trägt. Und ich finde diesen Holo-Effekt so mega cool, weil er in ganz viele verschiedenen Farben glänzt. Vor allem hier unten so lila, rosa, grün. Ja, ich liebe diese Tasche. Sie ist einfach so krass toll. Und ja, die habe ich mir bestellt, die Tasche und das Bild, was leider ausverkauft war. Und das habe ich bei der zweiten Charge, die sie da bestellt hat, und online gestellt hat, habe ich das Bild dann bekommen. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, welches das ist. Das ist das Axolotl-Bild und mit komplett AB-Stein, was ich mega cool finde. Es ist nicht günstig, aber ich wollte bei ihr mal bestellen. Hier ist nochmal die Seite von ihr, tinischnickschnack.de. Diamond Painting ist nicht nur ein Hobby, es ist die Liebe zur Herausforderung. Einfach ein cooler Spruch und einfach dieses, auch wie es verpackt ist, stimmt einfach. Ja, und dann kriegt man so ein Squishy zurück dazu und nochmal so ein Kärtchen. Da steht nochmal drauf: Tini Schnickschnack, Schnuckis. Ihr wisst ja sicher, dass ich Squishy liebe. Deswegen möchte ich euch auch eine Freude machen und einmal ein süßes Mini-Squishy überraschen. Auch wenn es so aussieht, es ist kein Gummibärchen und nicht zum Verzehr geeignet. Liebe Grüße, Tini. Sehr witzig, aber tatsächlich sieht es auch ein bisschen wie ein Gummibärchen aus. Oh mein Gott, der ist so cool. Muss ich aufpassen, die sind immer ganz schnell mit Fusseln und so. Oh, der ist ja schon. Huch, der war eingepackt. Okay, der ist richtig voller Fussel. Wow. Obwohl ich ihn gerade eben vor einer Sekunde ausgepackt habe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe den Trick, wie man die wieder sauber kriegt. Ja, den werde ich meinem Sohn geben. Da wird er mit spielen. Den kann man auch gut nehmen, wenn man paintet, so, um die Hand so ein bisschen zu entspannen. Also es ist eigentlich nur zum Spielen gedacht, so, ne? Weil sich das auch witzig anfühlt. Wir gucken uns jetzt mal das Bild an. Genug gequatscht, würde ich sagen. Ich fand dieses Axolotl, finde ich einfach so süß, dieses Tier. Und man merkt gleich, dass es hat diese Qualität wie von Diamond Art Club, diese Leinwand. Die ist nicht ganz so flauschig, ein ganz bisschen fester. Aber sie hat auch diesen abgesteppten Rand, was mega cool ist. Dann steht oben nochmal Tini Schnickschnack drauf. Und diese Axolotl, guck mal bitte an, wie süß der ist. Es ist einfach so süß. Oh, es ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Oh, wie cool. Oh mein Gott. Leute, guckt euch diese Glitzersteinchen an. Oh mein Gott, alles AB. Das komplette Bild in AB. Es ist natürlich Geschmackssache, aber ist der nicht süß? Mit der Blubberblase. Mit den Seifenblasen. Richtig süß. Ja, wir haben ja eine Legende, aber die ist sehr klein geraten. 40 mal 60 runde Steinchen. Da ist nochmal das Vorschaubild. Und das Bild hat 20 Farben, 20
AB-Farben. So seht ihr das vielleicht besser. Ist das nicht toll, das Bild? Es ist so süß. Ich stehe ja nicht so auf Unterwasserwesen oder irgendwie Delfine oder irgendwie Unterwasserwelt painten. Aber dieses Axolotl ist einfach zum Abknutschen. Und diese Farben sind auch mega, ne? Also dieses Rosa und diese vielen Blautöne. Das ist ein schönes Bild, was man auch ins Badezimmer aufhängen kann, finde ich. Und ich habe da noch Platz an der Wand. Muss ich nur meinen Mann von zu überzeugen. Ja, und es sind halt alles AB-Steine. Und die sind aber so cool. Guckt euch mal dieses schöne Orange an. Rosa. Pink. Grün. Ganz viel Blau. Das Lila noch zwischen. Braunton. Dann so ein Grün-Mint. Hier ist dieses ganz dunkle Lila und da ein helleres Lila. Hellblau, dunkelblau. Da ist noch so ein Mintgrün zwischen, ein richtiges Mintgrün. Das ist eher so ein Grau-Grün. Hier unten steht noch was auf der Leinwand. Penny ist nicht nur ein Hobby, es ist die Liebe zur Herausforderung. Also der Leitspruch von ihr, die man auch auf dem schicken Karton findet. Und hier steht nochmal, wo man sie findet, überall, auf welchen Kanälen. Der Druck ist einfach mega scharf. Ja, also richtig, richtig cool. Und das ist gegossener Kleber. Der Kleberand, das ist auch mega gut. Ist es gegossener Kleber? Das ist doppelseitiges Klebeband. Ich glaube, das ist gegossener Kleber. Obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber er klebt gut. Und der Rand geht bis hier nur. Seht ihr das? Bis da geht das. Oh, Entschuldigung. Genau. Ja, mega cool. Wir können uns nochmal die Steine trotzdem angucken. Oh, das ist ja auch so ein Beige-Ton. Richtig toll. Ja, runde Steinchen haben wir 20 Farben. Und diese mega tollen AB. Oh mein Gott. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie paintet ihr AB-Steine? Ich habe immer das Problem, dass die das Wachs mit rausziehen. Gar nicht, dass das schnell alle wird, sondern das Wachs wird einfach rausgezogen zwischendurch. Ich habe jetzt so einen Wachsstift, wo man Strasssteine zum Beispiel im Nagelbereich mit Paint mit aufsetzt. Das werde ich wohl ausprobieren. Ich bin gespannt. Es wird sehr, sehr glitzerig, das Bild. Am meisten Farben haben wir natürlich von diesen Blautonen. Dann haben wir hier so ein Grün. Das meine ich, dieses Graugrün. Dann haben wir ein ganz, ganz helles Hautrosa. Das ist dann hier, das hier. Ja, dann haben wir noch Braun- und Orangetöne. Das ist auch ein schönes Orange. Ja, also mega cool. Für dieses Bild habe ich erstmal keine Zeit, aber das werde ich auch irgendwann noch machen. Ich habe jetzt noch ein paar Großprojekte vor mir und das Bild für meinen Sohn, das geht auch nochmal vor. Wir haben hier dieses Toolkit noch dazu bekommen. Ein rosa Schiffchen, mein allererstes rosa Schiffchen. Cool. Und es ist nicht so ein Standardschiffchen, sondern mit dieser Nase, wo man die gut zurückschütten kann. Die Steinchen mag ich richtig gerne. Dann haben wir sogar obwohl wir ein rundes, also runde Steinchen haben, haben wir trotzdem noch eine Pinzette dabei. Ganz in Schwarz schlicht, aber eine gute Qualität, weil es so spitz ist da. Damit hole ich auch gerne das Wachs raus aus den Stiften. Dann haben wir hier so ein und ein Dreier. Nochmal Multi
Placer mit, ich glaube, das sind 10er, schätze ich mal. Ein 10er. Genau, die kann man wechseln. Finde ich ganz gut, dass sie noch eine Option dabei hat. Für mehrere, weil man hat hier doch viel Color Blocking und ja. Dann haben wir, oh, drei Wachs, blaue Wachs, blaues Wachs habe ich noch gar nicht. Ich habe lilanes Wachs und normal rotes und halt Heidi Wachs. Aber das blaue Wachs passt ja auch perfekt dazu farblich. Werde ich auf jeden Fall für dieses Bild nutzen und ausprobieren. Ja, also das Toolkit finde ich auch mega. Also vor allem das rosa Toolkit, das rosa Schiffchen habe ich nicht und ich liebe ja rosa und es passt einfach so aufs Auge, Faust aufs Auge, sagt man ja, wie die Faust aufs Auge. Oh mein Gott, Hilfe. Ja, also ich bin richtig begeistert. Okay, es ist vom Preissegment ein bisschen höher, sag ich mal. Aber es lohnt sich, die Qualität scheint einfach top zu sein. Allein schon die Leinwand, die abgesteppt ist, ist immer ein Zeichen für hohe Qualität. Und das Toolkit ist super mega klasse. Versand ging auch schnell. Ich glaube, 5 Tage hat das gedauert, bis es hier war. Und ja, also ich kann euch empfehlen, bei ihr mal reinzuschauen. Sie hat auch ganz interessant, bei Instagram macht sie immer Einpackvideos, wem das gefällt. Ich gucke oft ihre Einpackvideos, weil ich das immer mega interessant finde. Genau, und ja, dann könnt ihr mir nochmal sagen, wie ihr das findet, ein Bild ganz in AB, ob ihr das schon mal gemacht habt oder vorhabt oder es nicht so euer Fall ist, weil es euch zu glitzerig ist. Würde ich mich ja freuen, dass ich da mal irgendwie was in die Kommentare bekomme und mir eine Rückmeldung gibt. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich werde Ihren Shop unten verlinken und vielleicht habt ihr Glück, dass dieses Bild noch da ist. Ich denke aber eher nicht, aber trotzdem viel Glück und wir sehen uns. Ciao!